Hallo und herzlich willkommen zum letzten Video meiner Videoreihe zur technischen Informatik. Heute soll es um Assembler bzw. speziell um MIPS Assembler gehen. Im letzten Video haben wir über Mikrobefehle geredet und wie sie den Mikroprozessor steuern. Doch wie entstehen diese Mikrobefehle? Die meisten von euch werden schon mal in einer Hochsprache wie Java oder Delphi oder C++ programmiert haben. Doch wie entsteht aus dieser Hochsprache eigentlich die konkreten Befehle für die Tore im Computer selbst, wie wir sie im vorherigen Video besprochen haben? Wenn nicht, guckt euch das vorherige Video nochmal an. Also, wie gesagt, die Hochsprachen sind weitestgehend standardisiert. Und sie werden später, ihr werdet es oft genug gemacht haben müssen, durch den Compiler in Assembler-Code umgewandelt. Assembler-Code und die Mikrobefehle-Spieler sind oft prozessortypabhängig und je nach Hersteller des Prozessors unterschiedlich. Sie sind also nicht standardisiert. Der Assembler-Code, wovon wir uns später nochmal ein bisschen was ansehen werden, wird dann von Assembler selbst in Mikrobefehle umgewandelt. Und diese Mikrobefehle sind, wie wir sie im letzten Video besprochen haben, nur Öffnungsbefehle für Tore im Computer selbst. Und diese Mikrobefehle werden dann wiederum vom Prozessor selbst ausgeführt. Von dem Mikroprozessor, den wir letztes Video besprochen haben. Hierzu gucken wir uns jetzt mal an, wie genau Assembler Code aussieht und wo der Unterschied zum MIPS Assembler liegt. Hier habt ihr beispielhaft mal vier Assembler-Befehle, die die Grundoperation des Prozessors darstellen. Einerseits Move, kurz abgekürzt MOV, das bedeutet, dass in das Register AX der Wert vom Register BX gespeichert wird. Haben wir ja vorhin auch in ähnlicher Weise mit Mikrobefehlen ausgedrückt. Add bedeutet einfach nur addieren, dass in das Register BX die Summe aus dem Register BX und dem Register DR gespeichert wird. Sub als subtrahieren, dasselbe nur mit Minus. In das Register AX wird die Differenz aus AX und DR gespeichert. Und ing für inkrementieren, IP bedeutet, dass das Register IP um den Wert 1 erhöht wird. Wir sehen hier, diese Befehle sind schon ziemlich nah an der Maschinensprache, aber noch nicht ganz. Wie man es schon davor in dem Diagramm sehen konnte, müssen sie erst in die Mikrobefehle, die wir im letzten Video besprochen haben, umgewandelt werden. Und wo jetzt genau der Unterschied zum MIPS Assembler liegt, MIPS ist einfach nur eine vereinfachte Weise von Assembler, die oft als Simulationsumgebungen verwendet wird, um leichter damit umgehen zu können. Es hat einfach einen kleineren Befehlssatz als Assembler und dazu werden wir uns jetzt beispielhaft einige Befehle anschauen und gucken, wie man MIPS Assembler Code schreiben kann. Also hier habe ich euch einen kleinen Ausschnitt aus einem MIPS Assembler Programm mal mitgebracht. Dabei handelt es sich um eine ganz leichte Addition. Hier werden die Werte x, y und z mit den Werten 1, 17 und 9 belegt und die Variable u mit dem Wert 0 belegt. In dem Datasegment werden einfach nur Wertzuweisungen stattfinden. Im Textsegment werden die entsprechenden Befehle, die darunter gelistet sind, ausgeführt. Dieser Befehl bewirkt, dass in das Register T0, T für Temporary, es gibt verschiedene Arten von Registern im MIPS Assembler, darauf werde ich jetzt nicht näher eingehen, das werde ich später begründen, wird in T0 der Wert von X geladen, in T1 der Wert von Y, also 17, in T2 der Wert von Z. Anschließend wird in das Register T0 die Summe aus T0 und T1 gespeichert. Also wird in x x plus y gespeichert. Anschließend wird in x x plus y, also sich selbst, und nochmal z gespeichert. Das heißt, wir haben dann hier, Kommentare schreibt man mit einem Hashtag, haben dann in t0, haben wir dann die Summe aller drei Variablen. Anschließend wird der Wert des Registers t0 in die Variable u gespeichert. Also die war bisher noch 0, u ist jetzt quasi die Summe aus den anderen drei Variablen. Li bedeutet, dass ein Integer geladen wird in v0, v, die v-Register sind immer für Systemaufrufe zuständig. 10 bedeutet beispielsweise,
dass das Programm jetzt beendet ist. Es gibt andere, die zur Ausgabe, zur Eingabe dienen von Integern und Strings, aber der bedeutet Exit und der Syscall führt dann den entsprechenden Befehl aus. Hier seht ihr, das soll jetzt zu keinem Programmiertutorial werden. Dazu habe ich euch ein sehr geeignetes Tutorial, das kann ich euch echt nur ans Herz legen, in der Infobox verlinkt, falls ihr nähere Informationen dazu haben möchtet, wie MIPS Assembler programmiert wird. Ich hoffe, das reicht euch als Exemplar dazu, den Zusammenhang zwischen MIPS Assembler und den Mikrobefehlen zu verstehen, was die eigentliche Intention dieses Videos sein soll. Ich hoffe, die Videoreihe war verständlich, ihr habt viel gelernt und natürlich auch Spaß gehabt. Macht's gut, ciao.